Das kleine Stadion der Köpenicker ist stets gut besucht, der Club will gern nach oben und seine Arena bis 2020 ausbauen. Foto, Imago, Foto 2 Press Pro Träger. Der 1. FC Union spielt wieder an der alten Försterei. Der Club will die Tribünen ausbauen. Aber der Verkehr ist am Limit. Am Freitagabend, dem 24. November, ist wieder Heimspiel im Lieblingsstadion der meisten Ostberliner, der alten Försterei. Dann wissen die Köpenicker, was ihnen im Berufsverkehr blüht, proppevolle S-Bahn-Züge, zugestaute Straßen, singende Fanpulks, die sich den Weg durch das Verkehrschaos bahnen. Störanfällig nennt die Verkehrsverwaltung Spiele des 1. FC Union an Werktagen wie diesem, wenn der Club gegen Darmstadt antritt. 22.000 Besucher fasst das Stadion an der alten Försterei. Die S-Bahn kann 14.000 von ihnen pro Stunde und Richtung hin oder weg transportieren, die Straßenbahnen 3.000. Aber diese Kapazitäten bestehen nur theoretisch, denn die Züge sind ja nicht komplett leer, wenn sie an der Tramstation Alte Försterei oder den nahegelegenen S-Bahnhöfen Köpenick und Wohlheide ankommen. Und die meisten Fans fahren Richtung Innenstadt. Schon seit vielen Jahren wird die desolate Verkehrsanbindung des 1920 errichteten Stadions bedauert, geschehen ist wenig. Union will in die erste Liga aufsteigen, plant ein neues Stadion für rund 37.000 Menschen, doch das wird nur funktionieren, wenn auch S-Bahn und Straßenbahn ihre Kapazitäten ausbauen. Wie das gehen soll, ist unklar. Anders als das Olympiastadion hat die alte Försterei keinen eigenen Bahnhof, nur eine einfache Tramstation. Selbst zum nächstgelegenen S-Bahnhof Köpenick müssen die Fans eine Viertelstunde laufen, erst durch den Wald, dann am Bahndamm entlang. Das ist nicht anders als vor 30 Jahren, sagt ein treuer Fan, organisiert wie bei einem Dorfverein. Der Verein will das leidige Verkehrsproblem nicht mehr kommentieren. Das komplexe Thema werde jetzt grundsätzlicher angegangen, sagt Unionssprecher Christian Arbeit. Aus diesem Grund werden wir in Kürze einen fachkundigen Dienstleister beauftragen, im Rahmen eines Verkehrsgutachtens den Ist-Zustand zu analysieren, wahrscheinliche Veränderungen zu prognostizieren und mögliche Maßnahmen zu erarbeiten. Bei einem Stadionneubau müsste ohnehin von Amts wegen ein Verkehrskonzept vorgelegt werden. Das neue Stadion soll nach derzeitigem Stand 2020 fertig sein, zum 100. Geburtstag der alten Försterei. Die S3 fährt inzwischen über das sanierte Ostkreuz von Köpenick bis zum Westkreuz, alle 10 Minuten. Eigentlich müsste man den Takt nur auf 5 Minuten verdichten, um die Kapazität zu verdoppeln, aber das ist nicht so einfach, wie es klingt. Für einen reinen 5-Minuten-Takt ab Köpenick Fahrzeuge bereitzustellen, ist auch außerhalb der Hauptverkehrszeit kritisch, dann würde in den Regelfahrplan eingegriffen werden, sagt Karin Schwelgin von der Bahn. Realistisch sei ein zusätzlicher Zug von Köpenick nach Ostkreuz alle 20 Minuten, aber nur außerhalb der Hauptverkehrszeit. Was auf jeden Fall geht, ist ein zusätzlicher Verfügungszug in Richtung Innenstadt mit 1.000 Plätzen zur Abreisespitze. Das reicht aber nicht.